Hallo und herzlich willkommen zurück bei Deponia Doomsday. Yeah, wir sind hier auf dem Grillfest hier und ja, versuchen einen Gegner zu finden, versuchen eine Aluhut zusammen zu basteln. Ja, und sonst halt irgendwie an so ein Diplom zu kommen für Großwildjäger. Ja, aber wir gucken erstmal hier drüben noch weiter. Dann erklär's mir einfach nochmal. Was genau willst du von diesem Idioten? Rufus, das ist doch kein Mann für dich. Ist er überhaupt ein Mann? Versager, das trifft es eher. Halt den Rand, Lotto. Er hat keinen Job, keine Manieren. Und das Größte von all den Sachen, die er nicht hat, eine Zukunft. Ich warne dich, Lotto. Rede nicht so über meinen Freund. Ach, komm schon, Toni. Vertraust du diesem Tunichtgut etwa? Du hast Toni gehört, Lotto. Lass sie in Ruhe. Nein, ich möchte das jetzt wissen. Glaubst du wirklich, dass ihr euch beide nach Elysium bringen kann? Da lachen doch die Wombats. Zum letzten Mal, Lotto. Halt deinen Rand. Du könntest jeden haben, Toni. Wenn du nur einmal die Augen aufmachen würdest, würdest du es sehen. Hier sitzt ein richtiger Mann. Lotto. Bitte. Ein männlicher, bärtiger Mann. Die Möbel sind gerade erst neu. Wie wär's? Möchtest du meinen Bart mal anfassen? Na, knickknack? Eigenartig. Ich habe so ein Ziehen im Bein. Ob da wohl ein Gewitter im Anzug ist? Ähä? Lotto, wie siehst du denn aus? Du kannst mich... Du kannst mich ab jetzt Lotti nennen. Aha, so wurde also ja Lotti geboren. Also der kanadische Holzfäller-Typ hier wurde gerade wahrscheinlich von Toni vermöbelt, ja. Ja, mal angucken, ja. Lotto sieht so verändert aus. Hat er einen neuen Hut? Hm, mindestens. Und ein neues Kleid und eine neue Perücke und so. Hey, Lotto! Das heißt jetzt Lotti! Also wir sind wirklich noch vor dem ganzen Geschehen hier. So wie es jetzt ausschaut. Hier ist doch alles beim Alten. Ich so, wie sieht man es denn heute? Ja. Du bist jetzt also wirklich eine Lady. Du bist jetzt also wirklich eine Lady? Wieso was? Was stimmt denn damit nicht? Hab ich gesagt, dass damit irgendwas nicht stimmt? Nein. Im Gegenteil. Glückwunsch zu diesem mutigen Schritt. Genau genommen hatte ich schon immer das Gefühl, dass eine großartige Frau in dir steckt. Du nennst mich fett? Was? Nein. Entschuldigung. Es ist nur, dass ich so unsicher bin, ob ich diesem neuen Leben wirklich gewachsen bin. Wenn du eines bist, dann gewachsen. Es wäre voll geil, Ofazzo. Es wäre ganz entzückend von dir, wenn du mir mit einer ganz ehrlichen Einschätzung unter die Arme greifen könntest. Ja, da findet man die tollsten Sachen. Also, gibt es irgendwas, was ich an meinem neuen Ich noch verbessern könnte? Lass mich nachdenken. Du hast keine Oberweite. Du hast keine Oberweite. Aber Rufus, wo schaust du mir denn hin? Das geziemt sich nicht. Mag sein. Aber worauf hätte Lotto geachtet? Leg deine Hand aufs Herz und sag mir dann, dass sie nicht um eine Dreckrübenhälfte zu dicht dran ist. Du hast recht. Vielleicht hilft es, wenn ich den Bügel aus meinem männlichen Männerkorsett entferne. Dieses Symbol der Androkratie hat mich lange genug eingeengt. Hier. Nimm ihn mir aus den Augen, sei so gut. Fällt dir noch was auf? Deine Stimme ist zu maskulin. Deine Stimme ist zu maskulin. Wessen Stimme ist zu maskulin? Sagte ich maskulin? Walkürenhaft, das wollte ich sagen. Besser. Ja, du brauchst ein komplettes Makeover. Was du brauchst, ist ein komplettes Makeover. Wir könnten shoppen gehen. Du probierst zu fetziger Musik verschiedene Kleider an und ich stehe vor der Umkleidekabine und mache vielsagende Gesichtsausdrücke. So. Oder so. Oder so.
Zum Schluss geht's dann in einen Beauty-Salon und... Stopp, stopp, stopp! Es tut mir ja sehr leid, dass ich deinen Enthusiasmus bremsen muss. Aber nur weil ich jetzt eine Lady bin, heißt das noch lange nicht, dass ich mich gleich in die nächsten Rollenklischees eingliedern will. Eine Verwandlung ist mehr als genug für einen Tag. Och, Menno. Naja, und übrigens hast du haarige Beine. Du hast zu haarige Beine. Schock, schwere Not. Du hast recht. Gut, dass ich meinen Rasierer noch nicht weggeworfen habe. Aua! Verflucht tut das weh! Gut so, halte durch! Aua! Verdammt, ich sterbe! Ich leide mit dir, Kumpel. Was? Oh, dabei meine ich doch. Das zieht aber. Heulsuse. Fällt dir noch was auf? Puh, der sei... sind immer noch zu behaart. Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon. Es ist nur so verdammt mühselig. Ich bräuchte irgendwas Besseres. Hätte ich doch nur meinen Haarwurzellaser nicht weggeworfen. Lotto hat sich die Haarwurzeln gelasert? Er hat Radsport betrieben, okay? Ja, trotzdem sind deine Beine noch zu behaart. Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon. Es ist nur so, ich bräuchte... Okay, ja, dann, ja, passt so. Ich finde dich gut, so wie du bist. Du Charmeur! Lass dich nochmal angucken. Kennst du mir deinen Rasierer ausbauen? Kannst du mir deinen Rasierer ausborgen? Nicht, solange ich noch rumlaufe wie eine russländische Holzfällerin. Wobei ich mit einer Kettensäge wahrscheinlich besser vorankäme als mit diesem stumpfen Mistding. Ja, wer hat das da angetan? Wer hat dir das nur angetan? Wieso angetan? Ich fühle mich regelrecht befreit. Als wäre ich jahrelang in einem riesigen Kokon gefangen gewesen, um nun endlich wiedergeboren zu werden als wunderschöner... Walfisch. Schmetterling! Schmetterling, meine ich doch. Ja, dann hau mal rein, Alter. Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küss die Hand, Gnefrau. Ja, küsst die Hand, ja, bla bla da. Deine Augen sind so blau und so weiter, ja. Sprengplan, ne? Wer erinnert sich da dann noch? Das kommt mir irgendwie so beunruhigend bekannt vor. Dorfkern. Da geht's doch immer noch zum Gizmo. Ja, da kommen wir jetzt aber gar nicht hin. Was haben wir sonst noch? Ja, sonst haben wir nichts mehr. Also Lotti. Lanzos Kneipe, dann gehen wir doch mal rein in den Tigerkäfig hier. So. Bitte was? Die Darttafel tut gleich hier schon mehr meine Aufmerksamkeit hier erwecken. Dartpfeil. Ein Dart-Champion wie ich kann auch mit schlecht austarierten Billigpfeilen werfen. Aber treffen, das ist eine andere Sache. Ja, man nimmt das einfach mal mit. So. Fertig. Ah. Der Bart wurde hier abgelegt. Strohhalm. Hier hinten hatte er doch seine Espressomaschine versteckt. Rückblickend betrachtet hätte man das mit Lotto auch vorher geahnt haben können. Wir nehmen jetzt mal den Strohhalm mit. So langsam nervt mich das Ding. Also als Kind war es bei mir immer so, dass ich die Dartscheiben irgendwie immer so geliebt habe. Ich wollte immer unbedingt spielen, aber ich hatte nie eben Kleingeld dazu oder ich durfte nie spielen. Eine Ente ist doch immer wieder schön. Ja, hier hängt auch eine Ente und da ist das Kuhschild, können wir es eigentlich mitnehmen. Das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Dem fällt auch nichts Neues ein. Ja, damals haben wir es gebraucht, um den Stier wütend zu machen. Das lasse ich lieber hier. Ich kann mir bei aller Liebe keine Situation vorstellen, in der man so einen Quatsch gebrauchen könnte. Ach nö, echt nicht? Naja, wenn wir das jetzt mitnehmen, dann kann man es ja später nicht mehr machen, wenn wir jetzt schon vor den Ereignissen noch sind. Glas? Dieses Glas ist weder halb voll noch halb leer. Es ist komplett leer. Wo bleibt der Nachschub? Wer lässt mir hier die Luft raus? Ja, frag doch mal den Barkeeper. Rups. Ja, das können wir wahrscheinlich nachher als Eisbecher benutzen. Bart. Wer wirft denn einen Laden neuen, voll funktionstüchtigen Bart weg? Ist doch noch gut. Ja, dann nimm mit. Schwupp.
von dem komischen Hundekopf hier. Das sieht aus wie so ein Helm oder sowas hier. Schau dir doch mal... Moment, Stromkehrer. Ah ja, Toni an. Manchmal frage ich mich, ob es wirklich eine gute Idee ist, sie nach Elysium mitzunehmen. Ihre Manieren sind ja wirklich nicht die besten. So, was haben wir denn jetzt alles? Bügel. Wer hätte das gedacht? Lotte und ich haben dieselbe Körbchengröße. Seit wann trägst du BHs? Rückblickend betrachtet hätte man das mit Lotto auch vorher geahnt haben können. Glas. Dieses Glas ist weder halb voll noch... Okay, können wir da vielleicht ich irgendwie... Ich verstehe zwar nicht, warum Leute einen Strohhalm benutzen, aber wie man ihn benutzt, ist mir schon einigermaßen geläufig. Oder das Glas. Strohhalme, die Drosselglieder unter den Trinkutensilien. Ah ja, was kann man mit dem Bart machen? Dazu fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Leider hat er schon einen Bart. Okay. Lotso. Ach, der alte Lonzerich. Ich werde ihn vermissen. Ob ich auf Elysium auch alles anschreiben lassen kann? Ja, weiß ich nicht. Schwätzt du mal mit Lonzo oder... Nee, guck dir mal... Was? Drosselglied? Stromgärer? In meinem Traum hatte ich andauernd mit diesen Dingern zu tun. Aber da musste ich meinen ersten selbst zusammenbauen. Ich weiche offenbar schon ab vom Skript des Schicksals. Jetzt wäre so ein Dödöde gut gewesen. Oder Drosselglied? Das Drosselglied. Der Spielverderber unter den paramechanischen Bauteilen. Ja gut, dann schwätz mal mit Lonzo, vielleicht kriegst du es ja. Hey, Rufus! Hey, Lonzo! Dasselbe wie immer? Ganz im Gegenteil. Ich will etwas Neues. Etwas anderes. Etwas Aufregendes. Da hast du Pech. Ich habe nur dasselbe wie immer, Flörre. Warum fragst du mich dann überhaupt? Für gewöhnlich wollen die Leute eh nur, was sie bereits kennen. Gewöhnliche Leute wollen gewöhnliche Dinge. Aber da mache ich nicht mit. Da mache ich nicht mit. Nicht mit mir. Hört ihr? Nicht mit mir. Gut, finde ich gut, Rufus. Ja. Okay, willst du vielleicht mir was ins Glas füllen? Kann ich das kurz ausleihen? Saft pressen kurz oder Urne mit Asche meiner Großmutter kurz? Wieso? Das habe ich doch beides noch nicht zurückgegeben, oder doch? Ja, aber die Saftpresse hast du erst 2 Jahre. Wer sagt denn, dass ich die noch hab? Die ist wahrscheinlich schon kaputt. Bart? Zum 1000. Mal, du kannst deine Zeche nicht mit irgendwelchem Schrott bezahlen. Hä? Was? Wieso denn bezahlen? Ich lasse doch anschreiben. Ja, wahrscheinlich schon hier so lang die Liste, dass man gar nicht mehr weiß, wie lang. Zum 1000. Mal, du kannst deinen... Hä? Ich lasse... Ja. Oder brauchst du den Dartpfeil? Kann ich das kurz ausleihen? Saft pressen? Ja, bla 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 bla, dankeschön. Okay, Toni. Huhu, Schnutzelbärchi. Was hatten wir zum Thema Schnutzelbärchi gesagt? Dass sie eine cholerische Pestnatter ist, dafür aber einen knackigen Hintern hat. Ich wollte zwar darauf hinaus, dass du mir keine Kosenamen geben sollst, aber trotzdem, gute Antwort. So, weißt du eine Ahnung, was mit dem guten Lotto passiert ist? Hast du eine Ahnung, was mit Lotto passiert ist? Nun, er hat sich ein wenig verhoben. Ach ja, sowas kann böse enden. Aber du verlangst trotzdem immer wieder, dass ich den Müll rausbringe. Er meinte das bildlich. Moment. Du warst das? Warum? Er hat ein paar hässliche Dinge gesagt. Hässliches Entlein hässlich oder deine Mutter hässlich? Vielleicht hat es doch den Falschen getroffen. Ja, der Ballon ist startklar. Der Ballon ist startklar. Du hast es wirklich hinbekommen? Natürlich. Wieso fragst du so dämlich? Es ist nichts explodiert? Noch nicht. Oder verbrannt? Ein Stück. Oder in die Brüche gegangen? Na ja. 2 von 3. Deutlich besser als erwartet. Ja, du musst dich glauben, was alles schon los war. Wir lassen das erstmal mit den Gläsern. Du wirst nicht glauben, was heute schon alles los war. Oh nein. Was hast du jetzt wieder angestellt? Nichts. Wieso? Keine Brände oder Explosionen? Nein. Gibt es Verwundete? Oder Brandopfer? Tiere zählen auch dazu. Nichts von alledem. Tja, dann hast du recht. Ich glaub's dir nicht. Ja, ich muss dir unbedingt von dem Traum erzählen. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Tja, vielleicht, ja. Jedenfalls war da sowas von abgefahren.
Wir hatten uns getrennt. Ja. Organon wollte der Ponia sprengen. Aber den habe ich gezeigt, wo der Wombat die Locken hat. Vielleicht ist das ein Ausdruck von unterdrücktem Selbsthass. Ich meine ja nur, weil du auch immer alles in die Luft sprengst. Selbsthass? Ich? Mich? Blödsinn. Ich bin super. Wobei es schon verwunderlich ist, dass in meinem Traum alle Organons Klone von mir waren. Keine weiteren Fragen. Ja, und übrigens, wir hatten uns halt mal so getrennt für ein paar Tage. Wir hatten uns getrennt? Ja, davon träume ich auch öfter. Endlich mal eine Woche ohne Brände in der Küche. Naja, also ganz so war es ja nicht. Irgendwie habe ich ja trotzdem noch bei dir gewohnt. Ach, ein Albtraum also. Ja, und dann war da halt noch diese Elysianerin hier mit diesem Implantat. Ich habe eine Elysianerin kennengelernt. Eine echte Orbit-Elfin. Ist das eine Art Retourkutsche, weil ich immer von Cowboy Dodo träume? Du träumst von Cowboy Dodo? Jede Frau träumt von Cowboy Dodo. Ja, hast recht. Also, meinem Traum kann man, glaube ich, auch vor. Muss ich mir etwa Sorgen machen? Naja, das war nicht diese Art von Traum. Haha, ganz im Gegenteil. Es war ein ungehörig den Arschversohltraum. Hä? Ja, und übrigens, ich hatte es fast bis nach Elysium geschafft. Aber dann ist dir deine Menschenliebe dazwischen gekommen. Ja. Das erzählst du immer, wenn deine Pläne scheitern. Aber diesmal war es wirklich so. Du meinst in deinem Traum. Ach ja, sorry. Es war nur alles so realistisch. Wenn du dir das nächste Mal unsicher bist, sobald einer deiner Pläne realistisch wirkt, ist es hochwahrscheinlich ein Traum. Ja, vielleicht. Am Ende habe ich mich noch geopfert. Ja, das muss man anerkennen. Am Ende habe ich mein Leben für die Rettung Deponias geopfert. Haha, ausgerechnet du. Warum nicht? Muss ich dich daran erinnern, wie ich mein Lymphsystem der medizinischen Forschung gespendet habe? Das zählt nicht. Die wollten es nur haben, um zu verstehen, wie du den Spaghetti da reinbekommen hast. Außerdem hast du es nicht aus Menschenliebe getan, sondern für ein Abo der Chirurgenwoche. Mich interessieren nur die Artikel. Ehrlich. Wie will man denn ein Lymphsystem hergeben? Das geht doch gar nicht. Schließlich war ich alt und alles voller Schnee. Schließlich war ich alt und überall war alles voller Schnee. Ich dachte, du hast dich geopfert. Ja, stimmt. Haut irgendwie nicht hin. Also, ich muss überlebt haben. Aber zu welchem Preis? Alles war so hoffnungslos kaputt und dreckig und im Eimer, dass ich schließlich Deponia in die Luft gesprengt habe. Das muss der mit Abstand krasseste und längste Albtraum der Welt gewesen sein. Ich weiß nicht. Unsere Beziehung hält ja jetzt auch schon wieder recht lange. Ja, dann müssen wir sich schnell trennen. Du hast meine Träume noch nie verstanden. Und je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. Ja, und naja, wegen deiner Kristallgläser. Wegen deiner Kristallgläser. Ach ja, die muss ich ja auch noch einpacken. Hast du die Knickerfolie besorgt? Ja, schon, aber... Aber? Können wir die Gäste nicht einfach hier lassen? Kann ich mich doch kümmern, Ja, die sind kaputt gegangen. Einfach das gleiche mal sagen. Nee, wir machen das so. Können wir die Gläser nicht einfach hier lassen? Wollen wir diese Diskussion wirklich noch einmal führen? Ich gebe hier viel auf. Und alles für die verschwindend kleine Chance, dass du uns entgegen aller Wahrscheinlichkeit nach Elysium bringst. Die einzige Bedingung, ich will die Gläser meiner Großmutter mitnehmen. Ich sag ja nur, es ist ein langer Weg. Nicht, dass ihnen was passiert. Du sagtest, es sei sicher. Ist es ja auch. Aber ein kleines Restrisiko lässt sich eben nicht ausschließen. Und auf Elysium haben sie sicher auch ganz hervorragende Großmuttergläser. Ich komme entweder mit den Gläsern oder gar nicht. Also gar nicht. Ja, naja, ich kümmere mich um die Gläser, ne? Um die Gläser kann ich mich doch kümmern. Oh, Rufus. Das hatten wir doch schon. Das ist eine Aufgabe, die deinen Fähigkeiten einfach nicht entspricht. Wie meinst du das? Naja, du wirst sie kaputt machen. Das ist doch Unsinn. Und selbst wenn, würde ich einen Weg finden, das wieder ungeschehen zu machen. Du willst immer das Unmögliche, aber deine Finger an meinen Gläsern, da ist die Grenze. Verstanden? Ach ja, die sind übrigens schon kaputt. Die Gläser sind kaputt gegangen. Ich weiß.
dass du nur einen Witz machst. Weil dir ja bewusst sein dürfte, dass unsere Beziehung an diesen Gläsern hängt. Sowie deine Fähigkeit, ohne Schnabeltasse zu trinken. Stimmt, reingefallen. Es sollte nur ein Witz sein. Ein lustiger. Nicht lustig. Nicht lustiger Scherz, genau. Ja. Ja, und übrigens, ich wollte ja noch Platz für die Gläser schaffen hier. Ich habe ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Okay, jetzt wollte ich doch mal eher die Knie vor in die Hand drücken. Hey, Toni, willst du mal sehen, woran ich gerade arbeite? Ich dachte, alles sei fertig. Ist es ja auch. Und woran arbeitest du dann? Nichts. Oder hier, Klaas. Hey, Toni, willst du... Ich dachte... Nee, ja, gut, okay. Gut, Ski, ja, jetzt ist doch wieder eine Weile vergangen hier. Dann würde ich mal sagen, hier ist jetzt mal endgültig wieder die Folge zu Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.